Aus meiner Sicht darf die Bundeswehr das natürlich nicht. Das Afghanistan-Mandat ist ein Mandat, das sagt, die Bundeswehr soll beitragen zum Schutz der Bevölkerung und zum Assistenz beim Wiederaufbau zu leisten. Es ist kein Mandat, das die gezielte Tötung von Menschen ins Visier nimmt. Genau das ist auch die Kritik, beispielsweise im NATO-Bericht, auch die Kritik im Bericht des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, das ja sagt, dieser Angriff war völkerrechtswidrig, weil er nicht verhältnismäßig war. Und das ist schon eine erhebliche Kritik an der Strategie der Bundeswehr. Das Schlimme ist, dass wir ja nur stückchenweise die Informationen überhaupt bekommen. Diese Bundesregierung hat das Parlament hintergangen, hat die bundesdeutsche Öffentlichkeit hintergangen. Sie gibt nur stückchenweise die Wahrheit heraus. Die Wahrheitstreue von Gutenberg ist wirklich in Frage zu stellen, aber auch die Wahrheitstreue der Bundeskanzlerin. Wie kann die Bundeskanzlerin am 8. September, 4 Tage nach dem tödlichen Angriff, eine Regierungserklärung abgeben, ohne dass sie tatsächlich auf den Angriff mit all dem Hintergrundwissen, das wir jetzt haben, eingegangen ist? Und obwohl im Juli schon offensichtlich eine neue militärische Strategie verabredet worden ist. Es ist ein politisches Erdbeben, den dieser Vorgang ausgelöst hat. Wir wollen Transparenz, wir wollen Öffentlichkeit, wir wollen, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt, und zwar die gesamte, die ganze Wahrheit. Ich will nicht belogen werden in einer Frage oder in einer Demokratie, in der der Bundestag über die Einsätze des Militärs entscheidet. Und zweitens muss die Strategie auf den Tisch. Wir Grüne haben immer gewarnt vor der OEF-isierung von ISAF. Wir haben immer davor gewarnt, dass der Afghanistan-Einsatz, so wie im Rahmen von Operation Enduring Freedom, mehr und mehr zu einem Krieg gegen die Zivilbevölkerung wird. Das, was jetzt in Kunduz passiert ist, ist genau das. Das ist verheerend, es ist kontraproduktiv, es hilft dem Aufbau überhaupt nicht weiter, sondern es ist eine Eskalations- und Gewaltstrategie. Ich möchte, dass das alles auf den Tisch kommt. Wer ist dafür verantwortlich? Ich will einem solchen Mandat definitiv nicht zustimmen. Und es kann auch nicht sein, dass man den Bundestag hintergeht, indem man ihm ein Mandat hinlegt, das ganz offensichtlich gar nicht deutlich macht, dass es einen militärischen Strategiewechsel gegeben hat. Und der dritte wichtige Punkt ist, ich möchte wissen, was ist denn die Zukunft für Afghanistan? Was ist die Zukunft in Kunduz, wo sich die zivilen Helfer immer mehr zurückziehen? Mit wem arbeitet die Bundeswehr dort zusammen? Sind das wirklich glaubwürdige, vertrauenswürdige Partner, mit denen dort zusammengearbeitet wird? Ich möchte wissen, was ist der Plan, der Aufbauplan, was ist die Abzugsperspektive? Diese Bundesregierung darf sich doch nicht einbilden, sie könnte jetzt einfach mal sagen, wir brauchen 2000 Soldaten mehr. Definitiv nicht. Es ist ein Erdbeben, und in dem Epizentrum dieses Erdbebens ist nicht zuletzt die Kanzlerin. Sie muss in dieser Woche in einer Regierungserklärung ganz klar Stellung beziehen, was sie gewusst hat, wenn sie etwas gewusst hat, und sie hat es nicht gesagt. Es ist erheblich, wenn sie nichts gewusst hat. Als Bundeskanzlerin ist es genauso erheblich. Beides weist darauf hin, dass diese Bundesregierung erhebliche Fehler gemacht hat. Was sonst noch? Bei dieser Bundesregierung in Schwarz-Gelb gibt es immer weniger Freude am politischen Leben, weil diese Bundesregierung eigentlich so ziemlich alles falsch macht, was man falsch machen kann. Sie ist ziellos, sie ist ohne Sinn und Verstand, wie sie agiert, aber es gibt eine bewusste Zivilgesellschaft, es gibt Gruppierungen, Umweltbewegungen, Klimaorganisationen, die Klimaallianz, die Grünen, die Kirchen, die an einem Strang ziehen, um vor Ort etwas für den Klimawandel zu tun, in denen Kohlekraftwerke verhindert werden. Und wir haben etwas erreicht, und das ist wirklich etwas, was Kraft gibt für andere Auseinandersetzungen um den Neubau von neuen Kohlekraftwerken. Lubmin wird nicht gebaut. Das dänische Konsortium, das dort
veraltetes Kohlekraftwerk hinbauen wollte, hat aufgegeben. Der Widerstand hat sich also gelohnt. Das ist gut für eine ganze Region und für den Tourismus einer ganzen Region. In Dörpen gibt es das Aus für ein Kohlekraftwerk und in Mainz nicht zuletzt durch die starke grüne Handschrift in der ganzen Widerstandsbewegung gibt es auch ein Aus für das Kohlekraftwerk. Das ist das Erfreuliche in wenig erfreulichen Zeiten, dass sich Widerstand lohnt, dass man vor Ort anfangen muss mit dem Klimaschutz, der ja auch der Schutz ist für die Gesundheit, vor allem der Kinder und der älteren Menschen, denn die Kohlekraft ist außerordentlich gesundheitsgefährdend und es ist ein Beitrag gegen den Klimawandel, der nicht auf einem anderen Planeten weit weg stattfindet, sondern mitten bei uns schon angekommen ist.